Meine Lieben, ich habe mit der lieben Susi Sonnenschein einen Tausch ausgemacht. Ich habe mein Päckchen schon länger bekommen und habe euch gezeigt, was ich da bekommen habe. Und jetzt zeige ich euch, was ich der lieben Susi alles einpacke. Das ist der Inhalt, noch bevor eingepackt wird. Und ich zeige euch jetzt halt, was die liebe Susi von mir bekommt. Und wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Los! Als allererstes bekommt liebe Susi von mir diesen Bilderrahmen. Den habe ich ja vor einiger Zeit mal gemacht. Den kann man schön aufhängen. Der hat hier hinten Aufhänger. Also einmal der. Dann bekommt sie hier noch so ein paar Kleinigkeiten, sowas hier und bisschen Leckerchen. Dann bekommt sie dieses Döschen hier. Da sind ein paar selbstgemachte Blümlis drin. Die hatte ich euch auch schon mal gezeigt. In verschiedenen Formen und Größen. Dann bekommt sie Washi-Samples. Die sind ja ein bisschen aus der Mode gekommen, ich finde, aber die können ruhig wieder in Mode kommen. So kann man schön ein bisschen Washi austauschen. So, ne, einmal diesen hier. Dann dieses. Ich hoffe, ihr könnt das überhaupt alle sehen. Ja. Dieses hier. Also ich finde Washi-Samples immer noch cool. Dann kommen noch ein paar andere Dinge. Zum Beispiel diese Stempel hier. Die hatte ich ja selber mal bekommen, aber die habe ich doppelt. Und deswegen kann ich sie einmal abgeben. Dann einmal dieses Stempelset hier mit den Sprüchen zu verschiedenen Anlässen. Ein kleines Bastelset für einen Traumfänger, dann diese Sticker, diese Spiegelsticker hier, dann einmal, na, Moment, so, dann einmal diese Halbperlen-Stickerchen und diese Page-Marker. Dann bekommt sie diese Paper Pops von mir. Das wird alles noch schön verpackt. Dann habe ich, oh, ich weiß schon, selber schon gar nicht mehr, was ist einmal diese Tasche hier. Ah, da sind auch ein paar selbstgemachte Sachen drin. Einmal hier diesen riesen Paperclip. Da kann man, nee, ich lasse ihn zugeklebt. Also das hier kann man rausziehen. Da ist ein Sprüchlein drin. Und einmal hier so ein, habe ich schon vergessen, wie die heißen. So ein Umschlag. Hier noch einen kleinen Paperclip drin. Hier ist noch ein Tag drin. Dieses. Dann habe ich hier ein Täschchen voll mit einigen Sachen. Die zeige ich euch auch kurz. So, da habe ich einmal ein paar Stanzteile. Alles doch hier reinpacken direkt, ne? Dann ein Umschlag mit so ein schönen Paperclip hier. Das Gummi habe ich extra dran gelassen, weil mein
Mit dem Gummi kann man es irgendwo noch anhängen oder eben als Paperclip nutzen. Ne? Man kann das Gummi dann auch abmachen. Der Anhänger ist mit selbstgemachten Papierperlen gemacht und hier habe ich halt ihren Namen. Kann sie sich schön irgendwo dranhängen, wenn sie möchte. Hier ist noch ein Umschlag mit weiteren Paperclips. Und zwar sind das alles Paperclips. Die hatte ich euch noch nicht gezeigt. Mit Gebamsel dran. In diesen Farben. Natürlich zeige ich euch das Video erst, wenn die liebe Susanne ihr Päckchen bekommen hat. Ne? Ist ja wohl klar. So, das kommt hier auch wieder rein. Dann ein kleiner Umschlag noch. Na, komm. Mit solchen Blümchen. Die kennt ihr bestimmt alle noch. Na, komm. So. Und so ein Umschlag hier mit einer Banderole. Da habe ich selbstgemachte Knöpfe drin. So, und die Banderole wieder drauf. Dann habe ich hier einmal ein Töpfchen mit diesen Paillettenblumen. Die kennt ihr auch, ne? Und hier zwei Reagenzröhrchen mit selbstgemachten Papierperlen. Einmal im Vintage-Look und einmal farbige. Und die kann man ganz normal benutzen, wie alle anderen Perlen auch. Habt ihr ja gesehen an dem Anhänger. So, das ist in diesem Täschchen, welches ich im Übrigen auch selbst gemacht habe. So. Das habe ich schon wieder vergessen, dass ich die Sachen hier wieder reinpacken muss. Ja, lässt es mich jetzt? Ich glaube, ja. Ich könnte ja die Washi-Samples auch mit da reinpacken. Dann sind die auch sicher verstaut. So. So, das ist dieses. Dann gibt es Schachteln. Einmal bekommt die liebe Susi hier von mir ein Crazy Egg. Das packe ich jetzt nicht aus, weil das ist fest zugemacht. Dann in diesem Schächtelchen befindet sich ein Crazy Marble. Und zwar die liebe Zoe, weil Susi ihr da eine Anspielung gemacht hat, dass ihr Zoe gut gefällt. So, weiter geht's im Text. Hier habe ich noch eine Schachtel, die habe ich im Übrigen mal nicht selber gemacht. Die hatte ich noch hier von irgendjemandem und da befinden sich ein paar Kleinigkeiten drin, wie zum Beispiel ein paar Embellishments. Nämlich diese hier. Embellis kann man ja immer schön gebrauchen für alle möglichen Dinge. So. Dann haben wir hier ein kleines Schächtelchen noch mit Tada! Mit diesen Kronkorken im Vintage-Style.
kommen jetzt hier wieder rein. Habe ich extra hier reingepackt, damit sie nicht verkratzen. Das wäre nämlich schade drum. Und diese Blümchen hier. Das sind Stoffblümchen. Liebe Susi, ich hoffe, du kannst das alles gut gebrauchen. So. Eine weitere Schachtel. Warum das so viel ist, liegt ganz einfach daran, die Susi hatte zwischenzeitlich auch Geburtstag und da ist natürlich auch ein Geburtstagsgeschenk bei. So, hier bekommt sie das Mini Junk Journal, das ich vor einiger Zeit mal gemacht habe. Das hatte ich euch auch gezeigt. Das ist das hier. Ja. So, jetzt muss ich nur die Schleife wieder hinbekommen. Ist gar nicht so einfach. Ne? So, geschafft. Ja, mit dem Gebamsel hier dran. Schön in dieser Schachtel, damit es nicht kaputt geht. Ne? So. Dann bekommt sie dieses Kästchen, das ich mal gestaltet habe. Auch Vintage-Style, aber in Rosé. Da sind lauter Häkelblümchen drin. Die kennt ihr ja auch schon alle. Dann in dieser Schachtel befindet sich ja der eigentliche Tausch. Das ist nämlich Vintage gewesen. Und dazu habe ich der lieben Susi dieses Album hier gemacht. Hier ist wieder Gebamsel. Und hier ist das Album. Na? So, hab vergessen, dass da ein Magnetverschluss ist. Hier. So, ne? So. Wenn ich mir das so angucke, kann ich gar nicht glauben, dass ich das gemacht habe. Dann hier mit dem Bändchen zu öffnen. Das ist dann so. Hier drin sind Tags. Drei. Ach, ich liebe es. So. Direkt wieder zumachen. Weil die Dinge werden gleich schön eingepackt. Und ich wollte sie euch ja vorher zeigen. Und die liebe Susi hat keinen aktiven YouTube-Kanal, wo sie es vielleicht zeigen könnte. Deswegen zeige ich euch das. Ne? Hier ist jede Menge Platz dann halt noch für Bilder. Hier haben wir noch eine Seite mit dem Bändchen, die ist dann so gestaltet. Und das hatte ich nicht einfach schon fertig, sondern das habe ich wirklich für Susi individuell gemacht. Und viele Dinge hier sind vorher schon gestaltet gewesen, aber ich denke, das macht ja jetzt auch, ne, nichts aus. Sind ja schöne Sachen, so. Und hier ist die letzte Seite. Die schaut dann so aus. Oh mein Gott, ich liebe diese Papiere. Ich liebe sie einfach. Ich mag sowas. In diesem Album steckt auch jede Menge Liebe drin. Mhm. So.
Das Ganze habe ich mir nach Fadenbindung gemacht. Die verläuft hier auf dem Rücken so. Da habe ich dann gleich mal das Gebamse mit dran gemacht. Ja, das ist das Album. Damit es nicht kaputt geht und auch hier oben die Deko nicht kaputt geht, habe ich dafür diese Kiste hier gemacht. Und darin geht es auf Reisen. Hup. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht, oder? Nee, doch nicht. Passt. So. Das Geburtstagsgeschenk ist das hier. Das habe ich auch extra angefertigt. Und zwar ist das ein Handspiegel. Und nein, nicht kaputt gehen hier. Ja, alles gut. Ja, das ist halt Papier, ne? Papier verknüttelt gerne mal. Das muss man dann schön auseinanderzuzeln. Auf jeden Fall ist das dieser Spiegel hier. Ich hoffe, er wird ihr gefallen. So. Schön wieder einpacken. Damit der nicht kaputt geht, ne? Ist ja immerhin ein Spiegel. So. Dann hier in diese Box. Das ist dieses. Und dann kommen halt noch ein paar Kleinigkeiten. Einmal dieses Mäppchen hier mit, ja, Card Candies. Dann habe ich hier einmal diese Monstera Blätter. Hier nochmal Blümchen. Und hier sind noch mehr Card Candies. Einmal diese Blümchen. Und diese hier. Hier sind Blümchen und Schmetterlinge. Dann dieses Blümchen-Set. Und hier nochmal Paillettenblümchen und kleine Herzembellies. Ja. So. Ne, nicht rausrutschen. So. Das hier. Dann kommt hier noch eins. Ebenfalls mit Card Candies. Einmal dieses Mini-Maus-Set, beziehungsweise sind keine Card Candies, das sind auch Embellishments. Das hier sind wiederum Card Candies mit diesen niedlichen Tierchen. Und zum Schluss folgt jetzt noch Papier, und zwar einmal hier. Das sind alles selbstgemachte Papiere. Ja, ihr kennt mich ja, ne? Also hier einmal Kaffeepapiere, anderes, jede Menge. Dann habe ich hier ein paar alte Buchseiten verschönert. Mit verschiedenen Stempeln. Ja, liebe Susi, ich hoffe, du kannst die alle gut gebrauchen. Dann hier alles selbstgefärbte Papiere. Die Papiere sind auch alle mit verschiedenen Techniken gemacht. Das fühlt man dann auch. Diese hier zum Beispiel sind auf Fotopapier gemacht. Und diese hier habe ich dann nochmal im Nachgang bearbeitet mit Stencils.
damit sie die schönen Muster haben. Und zu guter Letzt kommen hier nochmal ganz kleine Papierchen. Einmal so. Auch die sind im Nachgang nochmal bearbeitet mit Stencils. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, sie kann das alles gut gebrauchen. Freut sich darüber. Ja, ich hätte gerne noch ein paar Kleinigkeiten dazu geholt, aber da ich so selten irgendwo hingehe und in irgendwelchen Läden rumcross, ist es dazu halt nicht gekommen. Und jetzt auch nicht. Und hier zu guter Letzt kommen noch große Papiere. Das sind auch selbstgefärbte. Da habe ich die hier. Im Übrigen habe ich hier diese Umschläge. Das sind alte Amazon-Umschläge. Die habe ich einfach schön gestaltet, dass ich da die Papiere gut verschicken kann, ohne dass sie kaputt gehen. So, das sind solche Papiere hier. Ne? Ideal für Junk Journals. Ja, Susi, ich weiß ja nicht, ob du Junk Journals machst, ne? Aber vielleicht machst du ja welche oder du kriegst Lust, welche zu machen. Und die riechen auch noch herrlich nach Kaffee, nach Rasierschaum, weil die ja auch alle mit verschiedenen Techniken gemacht sind. So, so eins. Die hier sind zum Beispiel noch, das sind ganz alte Papiere von mir, die ich mit der Tinte gemacht hatte. Manche erinnern sich vielleicht noch. So, das ist Rasierschaumtechnik. Das auch. Genauso wie dieses hier. Ach, das auch. Und die riechen so lecker. So, und zu guter Letzt dieses hier. So, die sind wieder sicher verstaut und das war's jetzt auch schon. Ich werde jetzt die Sachen verpacken und sie dann auf die Reise schicken. Mit einem schönen langen Brief. Allerdings, ja, bis es auf die Reise geht, dauert etwas. Weil die liebe Susi im Urlaub ist. Und ja, ich es so verschicken wollte, dass es kommt, wenn sie wieder zu Hause ist. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, wir sehen uns dann wieder bei meinem nächsten, was immer ich auch mache. Tschüss.